Bismillahirrahmanirrahim. Wir haben, wie gesagt, letztes Mal bis Seite 143 gemacht. Und das war, also die Seite 143 war eine Aufgabe für euch zu Hause, für diejenigen, die das Buch haben. Und also die gleichen Beispiele, die wir vorhin gehabt, einfach miteinander verbinden. Also was passt zusammen? Heute machen wir es weiter mit der Seite 144 und also kurze Erinnerung an die Sonnenbuchstaben und Mondbuchstaben. Also die Sonnenbuchstaben oder die erstmal die Mondbuchstaben, das sind die Buchstaben, wenn man der Artikel Alef Lam dran hängt, dann muss man die Lam aussprechen. Also Alef Alef Lam, also das ist der Artikel in arabischer Sprache, plus irgendeine Buchstabe von den Mondbuchstaben, dann muss diese Lam ausgesprochen werden. Diese Lam, wenn nachher irgendeine von diesen Buchstaben kommt, also Alef, Ba, Jim, Ha, Ha, Ein, Rein, Fa und Qaf, Kaf, Mim, Ha, Wow und ja, das sind die Mondbuchstaben. Wenn die nach dieser Alef kommen, diese Lam, dann muss die Lam ausgesprochen werden. Also zum Beispiel, dieses Beispiel, Al-Qamaru. Qamar heißt, also Mond. Und das Beispiel dafür, also Al-Qamaru, die Lam wird ausgesprochen. Al-Qamaru. Bei den Sonnenbuchstaben, also die Alef Lam plus Sonnenbuchstaben sozusagen, und diese Buchstaben sind Ta, Tha, Dal, Dal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Bab, Ta, Va, Lam und Nun. In diesem Fall, die Lam wird nicht ausgesprochen und einer von, also irgendeine von diesen Buchstaben muss verdoppelt werden bzw. eine Shadda haben. Also nach dem Lam kommt auf diese Buchstaben eine Shadda, also Verdopplungszeichen. Das heißt, die Buchstabe hier ist zweimal hintereinander geschrieben und weil das nicht so, wie gesagt, nicht so schön aussieht, dann hat man die verkürzt in diese Verdopplungszeichen. Und das Beispiel dafür, also Alef und Lam, und hier Lam wird nicht ausgesprochen, aufpassen. Also Sonne heißt aufpassen. Die Lam wird nicht ausgesprochen. Zum Beispiel, also das Beispiel ist Ash-Shamsu. Und die muss Ash-Shamsu. Die muss diese Verdopplungszeichen haben. Und die anderen Vokalzeichen kommen drauf oder unten, wenn die ein Kasra ist. Also das ist, wenn man die Alef-Lam, also egal ob das Mond- oder Sonnenbuchstaben sind, wenn man die Alef und Lam vor einem Wort schreibt, dann muss das Wort, oder das Wort hat am Ende kein Tanwin oder Fatha oder Kasra. Gibt's nichts. Also verdoppelte Vokalzeichen am Ende gibt es nicht, also Tanwin. Das gibt nicht am Ende dieses Wort. Wenn das Alef Lam vor dem
Wort ist, sondern also müssen die Vokalzeichen am Ende einzeln sein, entweder Dhamma oder Fatha oder Kasra. Kann auch sein, also ein Sukun. Aber es gibt wenige Substantive, die ein Sukun am Ende haben. Auf jeden Fall, das ist eine kurze Wiederholung. Danach haben wir Satzbau, so kurze Einleitung, wie man zwei Wörter miteinander bauen und Adjektive. Wir machen heute weiter, also mit der Seite 144. Die Wörter, die also beide definiert sind, das heißt, die haben am Anfang Alef und Lam. Unser Beispiel ist also Al-Kitabu. Und das Adjektiv oder das andere Wort ist Al-Jamilu. Al-Kitabu, das bedeutet das Buch, Al-Jamilu, das Schöne. Und wenn man zusammen die beiden Wörter schreiben, dann schreibt man einfach so Al-Kitabu Al-Jamilu. Die Vokalzeichen Al-Kitabu Al-Jamilu. Zusammen, also gleich einfach hintereinander schreiben, damit wir eine nützliche Bedeutung von diesen beiden Wörtern haben. Al-Kitabu Al-Jamilu. Und das bedeutet das schöne Buch. Das schöne Buch. Unser nächstes Beispiel ist, also die gleichen Beispiele, die wir vorhin gehabt haben, aber die anderen Beispiele waren undefiniert, also die haben keine Alef und Lam gehabt. Also unser nächstes Beispiel ist Al-Babu. Ich schreibe weiter mit Schwarz. Also Al-Kabiru. Al-Babu. Al-Kabiru, die Vokalzeichen. Al-Babu. Al-Kabiru. Al-Bab, die Tür. Al-Kabir, die Groß oder das Groß, ist egal. Also das ist ein Adjektiv. Hier ist Adjektiv, hier ist Substantiv. Und wenn man die zusammen verbindet, dann hat man einfach Al-Babu Al-Kabiru. Die große Tür. Al-Babu Al-Kabiru. Zu merken, also auch bei den anderen Substantive, die wir gehabt, also vorhin, undefiniert sozusagen. Wenn das mit Dhamma beendet, also die Substantiv hier, das ist ein Substantiv und das ist Adjektiv. Also Adjektiv, das ist Substantiv oder Subjekt. Die Adjektiv endet auch mit ein Dhamma. Also hier ist ein Dhamma, hier haben wir ein Dhamma und hier auch haben wir eine Dhamma. Hier haben wir Alef und Lam, hier haben wir auch Alef und Lam. Die Beispiele, die wir vorhin gemacht haben, werden wir nochmal wiederholen. Einfach die Alef und Lam an beide, also Substantiv und die Adjektiv verbinden, also dranhängen, also am Anfang. Unser Beispiel ist Alef, Lam, Al-Qalamu, As-Saghiru, die Vokalzeichen, Al-Qalamu, As-Saghiru,
Al-Qalamu bedeutet der Stift, As-Sagiru, der Kleine oder das Kleine oder die Kleine, je nachdem, was für Substantiv wir haben. Also Al-Qalamu, wenn man davon einen nützlichen, kurzen Satz bauen will, dann muss man so schreiben, Al-Qalamu. Einfach die beiden Wörter hintereinander schreiben. Entschuldigung, falsch. Al-Qalamu As-Sagiru. Al-Qalamu As-Sagiru. Der kleine Stift. Also der kleine Stift. Weiteres Beispiel. At-Tilmidhu. Und bevor ich die andere Beispiel schreibe, das Beispiel schreibe, also Qaf ist ein Mundbuchstabe, deswegen hat man hier keine Shadda und die Lam wird ausgesprochen. Saad ist eine Sonnenbuchstabe und deswegen hat man hier eine Shadda, Verdopplungszeichen, und diese Lam wird nicht ausgesprochen. Also hier Al-Qalamu, hier As-Sagiru, As-Sagiru, Al-Qalamu, As-Sagiru. Einfach die Buchstaben auswendig lernen, die zu beiden Gruppen gehören. At-Tilmidhu. Al-Tilmidhu und das Adjektiv Al-Mujtahidu. Die Vokalzeichen At-Tilmidhu Al-Mujtahidu. At-Tilmidhu bedeutet der Schüler. Al-Mujtahidu, der Fleißige, und zusammen sind also At-Tilmidhu Al-Mujtahidu. At-Tilmidhu Al-Mujtahidu, der Fleißige Schüler. Und hier die Ta ist eine Mondbuchstabe, Sonnenbuchstabe, Entschuldigung. Deswegen hat die ein Shadda, At-Tilmidhu, und die Lam hier wird nicht ausgesprochen, At-Tilmidhu Al-Mujtahidu, Al-Mujtahidu, der fleißige Schüler. Weiteres Beispiel, ich schreibe direkt die Beispiele, also zusammen, damit wir ein bisschen Zeit sparen. Also die sind gleiche Beispiele, die wir vorhin gehabt haben, aber einfach mit Alef und Lam. At-Tiflu Al-Adhakiyu. At-Tiflu Adhakiyu. Also die Vokalzeichen At-Tiflu Al-Zakiyu. Die beiden Wörter hat man hier Shadda, also Verdopplungszeichen. Das heißt, diese Lam hier wird nicht ausgesprochen. At-Tiflu Al-Zakiyu. Und die beiden Buchstaben hier, die Ta und Dal, sind Sonnenbuchstaben. Nächstes Beispiel. Al-Jaru Al-Karimu. Al-Jaru Al-Karimu. Al-Jaru Al-Karimu. Also auch zu merken, diese Buchstabe hat keine Verdopplungszeichen, diese auch.
Und die beiden gehören zu den Mondbuchstaben, deswegen die Lam muss ausgesprochen werden. Also Al-Jaru Al-Karimu. Al-Jaru Al-Karimu. Manche können das nicht aussprechen richtig, also die Jim mit Alef oder mit Lam sagen die Al-Jaru und das ist falsch. Also muss man aufpassen. Al-Jaru Al-Karimu. Unser letztes Beispiel Al-Waladu Al-Bashushu. Al-Waladu Al-Bashushu. Das frohe Junge, oder der frohe Junge, Entschuldigung, der frohe Junge, Al-Waladu Al-Bashushu, die Wau hat keine Verdopplungszeichen, die Ba auch, die beiden gehören zu Mondbuchstaben, deswegen die Lam wird ausgesprochen und die Bedeutung ist der frohe Junge, Al-Waladu Al-Bashushu. Die Zusammenfassung von den, also beide Fälle, undefiniert, undefiniert, können wir so kurz schreiben. Kitabun, Jamilun, Al-Kitabu, also Kitabun, Jamilun, die Endungen, darauf muss man achten. Al-Kitabu. Al-Jamilu. Die Vokalzeichen, also Al-Kitabu, Al-Jamilu. Und Kitabun Jamilun, ich werde die Vokalzeichen mit anderer Farbe schreiben, also Kitabun, Kitabun Jamilun, Al-Kitabu Al-Jamilu. Hier zu achten, also undefiniert, hier hat man kein Alef und Lam, hier auch. Die Endungen enden mit also verdoppelte Vokalzeichen oder Tanwin hier auch, also Substantiv, Substantiv, Adjektiv, die beiden enden mit gleiche Vokalzeichen. Wenn man dran Alef und Lam hängt an diesem Wort, dann es darf kein verdoppeltes Vokal Vokalzeichen geschrieben am Ende. Also das heißt, eine geht weg hier. Auch die Adjektiv gleich wird geschrieben. Also die darf am Ende keine verdoppelte Vokalzeichen haben. Nicht Verdopplungszeichen, also Shadda ist Verdopplungszeichen. Verdoppelte Vokalzeichen heißen also entweder Dhamma, Dhamma, Dhammatan, Fathatan, also und Kasratan. Verdopplungszeichen ist die Shadda. Also hier zweimal undefiniert, auch Adjektiv undefiniert. Und hier sind die definiert. Am Ende kommt nur eine Vokalzeichen. Auch die Adjektiv hat gleiche Endung. Auf der Seite 147 gibt es auch Vokabeln verbinden, also die gleiche Beispiele, die wir gehabt, einfach zusammen verbinden. Muss man die Wörter erkennen.
Weiter auf der Seite 148 eigentlich, das ist nur ein Beispiel, anderes Beispiel, Babun Kabirun und definiert Babun Kabirun und Al-Babu Al-Kabiru. Babun Kabirun und Al-Babu Al-Kabiru. Also hier die Endungen muss man drauf achten. Hier, hier und hier auch hier. Also das ist eigentlich ein Dhamma, nicht verwechseln. Ich habe es schnell geschrieben. Also eine Dhamma hier. Also einfach auf die Endungen achten. Babun Kabirun, eine große Tür. Und Al-Babul Kabiru, die große Tür. Also hier undefiniert, hier definiert. Definiert mit Alef und Lam. Also der Artikel ist auf Arabisch, heißt Alef und Lam. Das sind die Adjektive. Weiter auf der Seite 149. Man hat ein anderes Art von Schreiben, also oder Beschreibungen sozusagen. Erstmal Al-Kitabu. Jamilun. Al-Kitabu Jamilun. Man kann diese zwei Wörter nebeneinander schreiben und eine nützliche Bedeutung haben. Und das ist eine Antwort auf die Frage, wie sieht etwas aus? Also, wie sieht dieses Buch aus? Kaifa yakunu hadha al-kitab? Kaifa yakunu hadha al-kitab? Fragezeichen. Also wir fragen nach etwas, al-kitab, mit dem Fragewort Kaifa, wie. Kaifa yakunu hadha al-kitab? Man, als Antwort kann man so kurz zusammengefasste Antwort, also Kitabun, Al-Kitabu, dieses Buch oder das Buch, Al-Kitabu, Jamilun. Hier hat man eine Mischung gemacht, Al-Kitabu, Jamilun. Also undefiniert, definiert, undefiniert. Hier hat man nur ein Dhamma gehabt, hier verdoppelt. Also, Kaifa yakunu hadha al-kitab? Wie sieht dieses Buch aus? Also, dieses Buch ist schön. Al-kitabu jamilun. Dieses Buch ist schön. Alles andere, was wir gehabt vorhin, die waren nur ein Satzteil. Also, die waren keine komplette Sätze. In der deutschen Sprache gibt es immer, also muss am Ende des Wort oder in dem Satz ein Verb geben. Auf Arabisch ist nicht der Fall. Also auf Arabisch, wie gesagt, es gibt Nominalsätze, die enthalten nur Namen, und es gibt Verbalsätze, also die enthalten ein Verb. In deutscher Sprache muss jeder Satz ein Verb haben, in Arabisch ist nicht der Fall. Also man hat zwei Formen von den Sätzen. Ein Satz ohne Verb gibt es schon auf in der arabischen Sprache. Al-Kitabu Jamilun ist ein kompletter Satz und die heißt ein Nominalsatz.
Al-Jumlatu al-Ismiya. Also Al-Kitabu Jamilun, Punkt, ist der Satz zu Ende. ein anderes Beispiel, Al-Babu, die Tür, also Al-Kitabu Jamilun, das Buch ist schön. Also ist, das Verb in deutscher Sprache ist hier weg, weil dieser Satz ein Nominalsatz ist. Al-Babu Kabirun, die Vokalzeichen, Al-Babu Kabirun. Al-Babu, die Tür, Kabirun, groß, also die Tür ist groß. Al-Babu Kabirun, das ist auch ein Satz, kompletter Satz, Nominalsatz, die enthält keine Verben. Das bedeutet, also die Tür ist groß oder groß. Jetzt also grammatisch Vertiefung, muss man aufpassen. Al-Kitabu Jamilun. Die Vokalzeichen. Al-Kitabu Jamilun. wie gesagt, das ist ein kompletter Satz. Das bedeutet, das Buch ist schön. Und dieses Teil in arabischer Sprache heißt Mubtada. Mubtada. Das ist der Substantiv, mit dem man einen Satz beginnt. Also einen Nominalsatz beginnt. Mubtada kommt, also Mubtada, was man mit dem den Satz anfängt. Mubtada und. Also das ist die grammatische Bezeichnung von dieses Wort, nicht die Bedeutung, aufpassen, also Grammatik. Jamilun heißt Khabar, Khabarun, Khabarun. Und Mubtada und Khabar, das ist die Bestandteile von einem Nominalsatz, also die Verbalsätze, die Sätze, die ein Verb enthalten, gibt es drin kein Mubtada und Khabar. Also kein Mubtada und Khabar in Verbalsätze, sondern nur in Nominalsätze. Also die Sätze, die keine Verben enthalten. Die Bestandteile heißen, also das erste Teil Mubtada, die zweite Teil Khabar. Also Mubtada kommt immer zuerst und ist definiert. Khabar ist, also der bezeichnet die Situation von diesem Mubtada, also wie gesagt, wie das aussieht oben, also das war die Erklärung von dem Satz, von der Frage, also wie das Buch aussieht. Man sagt Al-Kitabu Jamilun, das Satz ist komplett fertig und die hat eine nützliche Bedeutung und die Bestandteile von diesem Satz, also das erste Substantiv, der erste Substantiv heißt Mubtada und der zweite heißt Khabar. Und dieser Satz hat eine nützliche Bedeutung. Also nützliche Bedeutung, also eine Satz mit nützlicher Bedeutung heißt Jumlatun Mufidatun. Jumla, Satz. Mufida, nützlich. Jumlatun, Mufida. Übrigens, das Khabar steht bei mir im Buch. Prädikat des Nominalsatz. Das Prädikat des Nominalsatz, falls jemand richtig Grammatik vergleichen will. Also kurze Bemerkung. Genau zwei Grammatik in zwei verschiedenen Sprachen vergleichen ist ein bisschen schwer. Das ist nur, also um die Sache zu verstehen, wie man das nennt auf Deutsch oder und auf Arabisch. Aber kurze Sache, die Vokalzeichen
in Mubtada ist eine Dhamma und in Khabar zweimal Dhamma, weil das undefiniert ist. Es gibt auch andere Vokalzeichen für Nominativ. Zum Beispiel in Zwei-Form ist Alef oder Ja. Oder in Mehrheitform, also Wow und Alef oder Ja und Nun. Je nachdem, was für Kasus wir haben. Aber also ja, gehört zu Akkusativ und Dativ, also ja und nun. Das sind die Zeichnungen, die man im Nominativ benutzt, also Halat al-Rafa. Und al-Mubtada und al-Khabar sind immer mit diese Endungen, also muss man entweder mit Vokalzeichen beenden oder ein Zeichen, der die Situation von Nominativ bezeichnet, das in zwei Form, also wenn man zwei Personen hat, x2 oder mehr xn, muss man diese diese Buchstaben am Ende des Verbs benutzen oder des Substantivs. Zum Beispiel Kitabani, Al-Kitabani Jamilani, das ist nur ein extra Beispiel, damit man das versteht. Al-Kitabani Jamilani. Al-Kitabani. Al-Kitabani heißt die zwei Bücher, also diese Alef nun ist das Zeichnung für zwei Formen und das ist im Al-Kitabani Jamilani. Diese Alef und nun, das ist ein Zeichen für Verdopplung in arabischer Sprache. Also die zwei Bücher sind schön. Al-Kitabani. Auch hier, also man hat Alef und Nun. Und weil das ein Nominalsatz ist und im Nominativ ist, also weil die beide, der erste ist Mubtada und der zweite Substantiv ist Khabar, dann sind die im dieses Zeichen Alef und Nun Zeichen von Nominativ. Also das ist gleich, wenn die einzeln sind, nicht verdoppelt, müssen die kleine Dhamma, also die Dhamma hier oder hier haben. Ich weiß nicht, ob das klar ist. Mit den Beispielen später versteht man das besser, inshallah. Auf der Seite 151, also gibt es 152, genug Platz zum Üben. Einfach die Wörter miteinander verbinden, um eine nützliche Bedeutung zu bekommen. Also Al-Babu Kabirun, das ist ein Satz. Al-Babu Kabirun, das bedeutet, die Tür ist groß. Al-Qalamu, anderes Beispiel. Al-Qalamu Sagirun. Al-Qalamu Sagirun. Der Stift ist klein und auch, also unser berühmtes Beispiel, At-Tilmidu. Also ein bekanntes Beispiel, At-Tilmidu Mujtahidun. At-Tilmidu Mujtahidun. At-Tilmidu, der Schüler, Mujtahid, fleißig, also der Schüler ist fleißig. Weitere Beispiele, also At-Tiflu Zakiyun, das Kind ist klug.
Al-Jaru Karimun, der Nachbar ist großzügig. Al-Waladu Bashushun, der Junge ist froh. Also auf der Seite 154 auch gibt es einen Platz zum Verbinden, also die Sätze mit, die Wörter miteinander verbinden. Ich glaube, das reicht für heute, obwohl das ganz wenig war. Nächste Woche, inshallah, machen wir weiter mit der Seite 155. Hada, das und hadihi. Also diese. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.